Liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video NHL 24. Heute wieder kein Gameplay-Video, sondern heute ist gerade frisch raus der Patch 1.3.0. Und da gibt es sehr, sehr viel, was Gameplay antrifft, was Präsentation angeht, was Flex Lightning angeht, Mist, Cameras im Franchise-Mode, in der Creation Zone, World of Jail, Hockey Ultimate Team. Den Link zu den Patch Notes packe ich euch in die Videobeschreibung. Da gibt es sehr viele Änderungen plus... Und das ist jetzt das, warum wir das Video machen. Es gibt Updates bei den Jerseys. Nicht nur in der NHL, da gibt es eben das Anniversary Third von den Anaheim Ducks. Da gucken wir gleich drauf. Es gibt in der ECHL die Third-Trikots, die jetzt dazugekommen sind. Die DEL hat fast alle Trikots mit dabei. Schade, dass es bei Köln nicht so ist. Das ist sehr, sehr schade, dass da der Third nicht dabei ist. Das vorab. Warum? Ich habe keine Ahnung. Und in der Schweizer Hockey League, da sind natürlich auch die Trikots mit dabei. Plus die National League bekommt jetzt dann ebenfalls die neuen Trikots. Und wir wollen uns die der DEL und der National League wollen wir uns jetzt zusammen angucken. Aber eins vorweg, wir schauen uns noch das Trikot an. Der Anaheim Ducks, dieses Anniversary Shirt, das sieht einfach richtig, richtig, richtig cool aus. Das ist das Reverse Retro, das Alternativ haben wir. Wir haben noch ein Alternativ. Ich muss mal ganz kurz schauen, wo es ist. Auch noch Alternativ. So. Okay. Reverse Retro. Alternativ. Okay, da muss ich nochmal gucken. Es sollte das Anaheim Ducks Anniversary Third sein. Lass mich mal ganz kurz schauen. Anniversary Third Anaheim Ducks. So, und das sollte eigentlich mit der Ente sein und das sollte eigentlich auch mit drin sein. Ich kann es euch mal einblenden hier, was eigentlich mit drin sein sollte. Aber, so wie es bisher aussieht, ist es nicht dabei. Und ich habe es jetzt übersprungen, aber sieht nicht so aus. Also das ist schon mal sehr, sehr schön, dass das nicht mit dabei ist. Oder ich bin gerade einfach, ich weiß es nicht. Also wenn jemand das gefunden hat, vielleicht habe ich es auch einfach nur falsch, aber das Anniversary Third sollte eigentlich wie gerade eingeblendet sein. Oder ich bin da jetzt gerade auf dem falschen Dampfer. Sei es drum, das ist es also nicht. Wir gucken auf jeden Fall jetzt in Richtung DEL und da haben wir natürlich die 14 Mannschaften. Also wir fangen an bei den Adler Mannheim. Da haben wir jetzt dieses Trikot, die ja nicht mal bei Ovaio sind, sondern jetzt bei Jersey 53. Das ist eben auch bei den Adlern jetzt anders, auch wieder mit der Werbung. Und sieht schön aus mit dem Wabenmuster. Es ist ja auch eine Stadt, die sehr katastermäßig angelegt ist. Von dem her ist es gar nicht so verkehrt. Dann haben wir das Gäste-Jersey. Da sind die Farben einfach umgedreht. Und ansonsten ist es relativ gleich gehalten. Das Alternativ-Jersey ist auch mit dabei. Da hat man ein bisschen Regenbogenfarben mit reingepackt. Von dunkel nach hell, von ja, dunkelblau nach rot. Finde ich auch sehr, 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 sehr gelungen. Und das ist das Jersey der Adler Mannheim. Dann haben wir die Augsburger Panther, auch die mit neuen Leibchen. Klassisch rot, weiß, grün, wie die Augsburger Farben natürlich auch so sein sollten. Werbung ist auch mit drauf. Ob da jetzt die Werbung genauso passt oder ob da irgendwas anderes ist oder wie auch immer, das wissen die Fans. Da könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und wir wissen auch, dass die Farbgebung leider manchmal immer ein bisschen abweicht. Also das könnte auch wieder passieren. Aber sieht auch sehr, sehr schön aus. Dann haben wir das Auswärtstrikot, auch das dann weiß gehalten, wie es ja mittlerweile so üblich ist. Und dann haben wir auch das Alternativ. Und das sieht für meine Begriffe doch auch sehr, sehr schön aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann gehen wir weiter zur Düsseldorfer EG. Da hat sich ja nicht so mega viel geändert. Man hat das DEG-Logo nach unten. Letztes Jahr war es, glaube ich, oben. Ansonsten die Farbgebung, klar, rot-gelb. Wie soll es denn auch anders sein? Dann haben wir das Auswärtstrikot. Auch da ist es vom Sponsor her auf der Brust ein bisschen geändert. Auch das DEG-Logo unten. Und da ist die Hauptfarbe gelb und das Alternativ-Jersey ist dann eben, und das gefällt mir wirklich schön, so ein Farbverlauf von blau zu rot. Also da muss ich wirklich sagen, das gefällt mir hervorragend. Richtig schönes Trikot der DEG als Third. Dann kommen wir zum ERC Red Bull München. Die sind ja immer sehr, sehr schlicht gehalten. Auch in diesem Jahr ist es so, lediglich auf den Hosen ziert da ein bisschen Werbung. Ansonsten beim Gast ist es dann weiß. Also auch relativ schlicht gehalten. Und das Alternativ, ja,
Weiß ich jetzt nicht. Ich kenne das Alternativ nicht. Sieht es genauso aus, aber auf jeden Fall ist es für meine Begriffe ein bisschen lustlos. Sollte es wirklich so sein. CHL und so haben wir ja. Aber von Red Bull ist es eigentlich so, dass es relativ schlicht ist und auch in diesem Jahr sehr, sehr schlicht. Wir gehen weiter zu den Eisbären Berlin. Die Trikots gefallen mir richtig geil, gerade auch in der Mitte. Dieses Wabenmuster auch an den Ärmeln gefällt mir richtig, richtig nice. Und ja, die Eisbären blau gehalten mit ein bisschen Rot. Beim Gästetrikot ist es auch wieder der weiße Aspekt, der da heraussticht, auch sehr, sehr schön gemacht, finde ich. Passt dann auch mit dem weißen Eisbären-Logo, finde ich sehr, sehr geil. Die Gazak ist ganz vorne wieder mit dabei. Da war ich damals bei der Stadiontour 1920, als es hieß, die Gazak hat den Sponsorvertrag verlängert. Und auch das Alternative Jersey finde ich sehr, sehr geil mit den Tatzenklauen, die da das Trikot aufreißen in ja, blau-weiß-rot gehalten. Finde ich sehr, sehr, sehr cool gemacht. Also Berliner Trikots gefallen mir da sehr, sehr gut. Wir gehen weiter zum ERC Ingolstadt. Auch die Trikots sind jetzt mit dabei. Mediamarkt-Saturn-Gruppe, ganz klar. Die Saturn-Arena in Ingolstadt. Was ich schön finde, man hat so, glaube ich, die Wahrzeichen von Ingolstadt da so ein bisschen reingepackt. Und finde ich auch sehr, sehr schön gehalten. Klar, blau-weiß, bayerische Farben sind mit drin. Trotz allem, das Muster finde ich sehr, sehr geil gelungen. Ingolstadt hat in den letzten Jahren ohnehin Trikots, die mir immer sehr, sehr gut gefallen. Dann haben wir noch das Auswärtstrikot. Da ist es ein bisschen schlichter gehalten. Auch da blau-weiß, aber da sind halt eben die ja, Kacheln nicht besetzt. Trotz alledem, schönes Trikot. Farbverlauf geht dann ins Hellblaue runter. Sieht sehr, sehr schön aus. Ein Alternativ-Jersey, das müsste das von letztem Jahr sein. Dieses Jahr, soweit ich es gesehen habe, hat man kein Third Jersey. Zumindest auf der Homepage konnte ich keins finden, was man kaufen kann. Dementsprechend ist das das von letztem Jahr. Passt dieses Jahr überhaupt nicht rein, aber besser als gar keins. Dann haben wir bei den Fishtown Penguins Bremerhaven, haben wir auch hier die neuen Trikots, auch wieder mit der Skyline unten mit drin. Und natürlich, klar, die rote Farbe bei den Fishtown Penguins, die überwiegt. Die muss überwiegen, sieht auch sehr gelungen aus, ist halt so Fishtown Penguins Bremerhaven typisch. Das Gästetrikot dann in weiß gehalten. Schön finde ich, dass man da diese Grauschattierung reingepackt hat. Das gibt es alles dann doch ein bisschen noch schöner her. Da sieht man die Skyline ein bisschen schöner. Und was auch schön ist, hier das Fishtown-Pinguin-Logo in Farbe. Und hier ist das Fishtown-Pinguin-Logo einfach auch schwarz-weiß gehalten. Sehr, sehr schönes Stilmittel, was man hier angewendet hat. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir auch hier ein Alternative Jersey. Das sieht auch sehr cool aus. Schwarz gehalten, blaue Skyline, wieder ein buntes Logo. Top gelungen. Gefällt mir wirklich sehr. Und ja, eine runde Sache bei den Fishtown Penguins aus Bremerhaven. Dann gehen wir weiter zu den Grizzlies Wolfsburg und auch die überraschen mich in diesem Jahr. Und da kommen wir gleich zu mit dem Third Jersey. Das ist auch so typisch orange. Wolfsburg, klar, der Wolf, der ist da. Der Wolf, Jesus Gott, der Bär, der ist da wie immer im Orange gehalten. Auch das Trikot angepasst. ID3 als großer Werbeschriftzug von ja, VW. Dann haben wir das Auswärtsjersey. Das finde ich auch cool. Ich mag das. Man hat im Hintergrund jetzt mittlerweile immer so Farbverläufe und das gefällt mir einfach sehr gut. Auch in dem Fall finde ich es richtig, richtig klasse. Schade ist, und das sage ich immer, schade ist einfach, dass hier das Logo nicht drauf ist. Das finde ich gehört fürs Eishockey immer dazu. Da ziert halt das VW-Logo das Jersey, aber zumindest auf den Stutzen der Wolf oder der Grizzly. Ich sage immer Wolf, was ist los? Der Grizzly mit drauf. Dann aber das Alternative Jersey. Das finde ich deshalb geil, weil man einfach ihn als ja, Wasserzeichen quasi eingebaut hat. Hinter das VW-Logo, den Grizzly reingepackt. Dann auch mit den Farben. Wird da schön beleuchtet, auch von den orangen Farben. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gelungen. Also Wolfsburg gefällt mir auch in dem Jahr sehr, sehr gut. Dann gehen wir weiter zu den Iserlohn Roosters. Auch da in Roosters Blau gehalten mit der Werbung. Wichtig ist auch Iserlohn Roosters Logo vorne mit dabei. Ansonsten relativ schlicht gehalten. Man hat eine Farbe, man hat noch eine Farbe. Keine Schattierung, keine Schraffierung, keine Muster, keine sonstigen Spielereien, sondern einfach ja, relativ schlicht gehalten. Das Auswärtslogo ist ähnlich, einfach die Farbgebung getauscht. Logo bleibt gleich. Iserlohn also auch wieder solide, normales Iserlohner Logo mit Werbung und ja. Alternativ-Jersey, das ist schon wieder sehr, sehr geil. Da hat man jetzt wieder mit Stilmitteln gearbeitet. Man hat ja hinten so ein bisschen gepunktet, ein bisschen gefleckt. Das sieht sehr, sehr geil aus. Das Iserlohn Roosters Logo hat man auch da schwarz-weiß gehalten. Für mich,
von den Iserlohn Roosters, das beste Logo und auch das beste Trikot von den drei, die wir hier zur Auswahl haben. Was nicht ganz so gut passt, sind die blauen Handschuhe und die blaue Hose. Aber das sind einfach Dinge, ja, Trikot geil, Stutzen geil, einfach sehr schön gehalten. Und ich mag generell, wenn eben so eine Schattierung mit dabei ist. Und das sieht sehr, sehr schön aus. Dann haben wir die Kölner Haie. Die haben auch sehr schöne Trikots dieses Jahr. Hier ist es so typisch Haie. Man sieht die Skyline sowohl auf den Stutzen als auch am Trikot, wenn der Herr hier den Schläger nicht drüber halten würde. Aber man kann es jetzt gerade sehen. Ansonsten natürlich die Farben der Haie. Rot, Weiß, Schwarz. Mit den Hauptsponsoren Rhein Energie, Klarhit und der Toyota. Das sind ja immer die, die man kennt. Steinl auch da mit dabei. Und die Trikots von Ovaio sieht man am Kragen. Dann haben wir das Auswärtstrikot, das finde ich richtig nice, mit den Haien im Hintergrund, simuliert so ein bisschen das Haifischbecken, wäre fürs Heimtrikot auch geil gewesen, da ist es nämlich dann das Haifischbecken, finde ich sehr, sehr nice, aber trotzdem gefällt mir das Trikot richtig geil, hat auch so ein bisschen Camouflage-Charakter, wenn man den Blick einfach mal so schweifen lässt, sehr, sehr schön. Was schade ist, dieses Alternative Jersey ist vom Grunde her eigentlich das Richtige, aber es ist halt einfach Gold. Und dieses Jahr der Third Jersey der Kölner Haie ist eben mit Rot. Das finde ich sehr, sehr schade. Warum es nicht dabei ist, ich kann es euch nicht beantworten. Ich habe keine Ahnung, was da eine Rolle mitspielt. Ich weiß es einfach nicht. Aber sie haben dann das von letztem Jahr gelassen, dass einfach jede Mannschaft auch ein Third Jersey hat. Dann geht es weiter zu den Löwen aus Frankfurt. Auch da finde ich den Farbverlauf sehr, sehr nice, dass man das Logo sogar verschwinden lässt nach oben hin. Im Hintergrund sieht man und kann erahnen, die Frankfurter Skyline. Ja, Werbung ist auch mit drauf und es sieht richtig schön aus. Ich mag generell die Löwen-Trikots, damals noch mit TV-Spielfilm in der DEL, als es noch die Frankfurt Lions waren, war ja auch weiß-schwarz. Und die Löwen, oder damals die Frankfurt Lions, die hatten ja mal lilane gelbe Trikots, was ich sehr schräg fand. Da finde ich die schwarz-weiß gehaltene Kiste schon viel ansprechender. Hab damals auch gerne mit den Frankfurt Lions gespielt und unvergessen natürlich die Meisterschaft unter Rich Czernomatz. Das war einfach ja irgendwie cool, erinnert mich so an meine Anfänge, wo ich es dann auf Premiere geguckt habe mit Michael Leopold und Co. Das sind so die Lions-Anfänge und auch die DEL-Anfänge, erinnere ich mich immer wieder gerne zurück. Sie haben auch ein Alternative Jersey, müsste aber auch, glaube ich, das vom letzten Jahr sein. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, weil mir das sehr, sehr bekannt vorkommt. Aber es sieht so aus, als wäre das doch aktuell. Authentic Trikot Third, doch, das ist das aktuelle. Irgendwo habe ich es schon mal gesehen, ich weiß nur nicht wo. Was mich interessieren würde, ich kann es hier nur leider nicht sehen, ist, ob Orion als Sponsor hinten drauf vertreten ist. Ich weiß es nämlich nicht. Werde ich mir nachher mal angucken. Aber das ist auch das Aktuelle. Und sonst sieht es sehr, 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 sehr schön aus. Schlicht, aber in Ordnung. Ja, dann haben wir noch die Nürnberg Ice Tigers. Da bin ich sehr gespannt. Auch hier im Hintergrund sehr, sehr geil. Man hat NIT mit eingearbeitet, so als Wabenmuster im Hintergrund. Sehr, sehr nice. Natürlich Hauptsponsor NCP. Trotz alledem, ich freue mich jetzt, dann irgendwann wieder weiterzumachen mit der DEL-Season, weil einfach die Jerseys ja sehr viel mit Authentizität zu tun haben. Und ich mich einfach freue, dass jetzt die Jerseys stimmen. Und dann kann es bald weitergehen mit der Liga. Auswärts ist es dann in Weiß gehalten. Dann eben die Schrift oder das N einfach. Erinnert so ein bisschen an Nashville oder New Jersey. Aber es ist sehr schön. Also es sind sehr schöne Details, die das Trikot der Ice Tigers vorweist. Und die haben zum Beispiel auch gar kein Third. Das ist sehr, sehr schade, denn, ja, das Third Jersey ist halt einfach ein richtig cooles, wenn man einfach mal auf die Homepage geht und dann mal guckt, oder ich täusche mich jetzt, das ist irgendein besonderes, habe ich tatsächlich auch gar nicht so im Kopf, aber auf jeden Fall, es sind schöne Trikots, auswärts und heim, und, ja, das sind die Nürnberg Ice Tigers. Dann haben wir noch die Schwenninger Wild Wings. Auch die kommen in ihren Farben daher. Natürlich wieder Wild Wings entsprechend mit den Blaufarben hellblau, dunkelblau, weiß. Storz natürlich als Hauptsponsor auch mit drauf. Und ja, schönes, schlichtes Trikot. Dann haben wir trotzdem, hier sieht man das Stilmittel besser, der Schwan auf den Ärmeln der Schwenninger Wild Wings. Hier alles umgedreht mit weiß als Hauptfarbe. Und da sieht man den Schwan eben schön. Sieht man auf dem Heimtrikot auch. Da geht es ein bisschen unter, weil grau auf hellblau, das ist halt eine sehr, sehr ähnliche Farbe. Trotzdem schönes Stilmittel.
Gefällt mir sehr, sehr gut. Alternativ-Jersey ist da rot, auch unten, da sieht man es dann. Herzblut, Liebe, Leidenschaft seit 1904, da auch wieder mit dem Schwan drauf. Und ansonsten alles in rot gehalten. So, die Straubing Tigers machen den Abschluss in der DEL und da ist Stoffel natürlich drauf. Das neue Straubing-Logo, wo man sich lange nicht klar war, ist es ein gutes Logo, ist es ein schlechtes Logo. Ich finde es ein schönes Logo, auch da ja die bayerischen Landesfarben wieder mit eingearbeitet, zumindest auch im Ansatz beim Tiger unten links. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das Auswärtstrikot haben wir dann mit Hellblau. Das finde ich persönlich ein bisschen strange. So hier gerade zu sehen, ich weiß nicht, wie es in echt aussieht, ich habe es nicht aufgemacht, aber das ist so, ja, tatsächlich ein bisschen. Okay. Aber was sehr, sehr geil aussieht und das erinnert auch ein bisschen an das Third Jersey der Kölner Haie vom letzten Jahr, ist dieses hier. Da ist der, ja, der Effekt ein bisschen golden, geht dann nach links so ins silberne Graue über. Sieht sehr, sehr nice aus. Aber ich freue mich einfach, dass es die aktuellen Jerseys sind. So soll es sein. Und das waren die Jerseys der DEL. Jetzt wollen wir natürlich noch in die National League gucken. Und was ich auch machen will, ich will mir die Trikots mal noch genauer anschauen, dann vielleicht noch ein Video bringen. Und wir fangen an mit dem RC Bilbien. Die sind ja sehr, sehr schlicht gehalten. Trotzdem, ich glaube, in der Schweiz war es so, dass da eben Probleme mit der Werbung herrscht. Dass die eigentlich auch mit Werbung bestückt sind teilweise, aber dass es da halt einfach Probleme gibt, dass man die hier nicht abbilden kann. Ich gucke mir das jetzt gerade mal nebenher an und dann soll das auf jeden Fall so sein. Ja, und man sieht, also Werbung ist da eigentlich auf jeden Fall drauf. Das ist ein bisschen schade, aber was will man machen? Es ist so, wie es ist. Trotz alledem ist es ein sehr, sehr schönes Trikot. Am weißen unten ist zum Beispiel Landi mit drauf und auch beim Gelben und überall ziert eigentlich Werbung, aber da ist es nicht der Fall. Das wird dann auch bei den meisten anderen so sein und das Weiße dann als Gast. Ja, der RC Kloten, die Kloten Flyers damals mit den blauen Jerseys und da sind auch sehr schön Schriftzüge in den Arm eingearbeitet. Das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass man da auch die Mittel benutzt. Ist ja bei meinen Bloody Army Jerseys, ist es ja genauso. Also das finde ich schon sehr, sehr cool, dass man das auch so macht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich muss jetzt gerade mal reinschauen. Auch da wäre natürlich Werbung mit drauf. Und also ich glaube, Basel Stadler, ich glaube, da sind die Werbepartner drauf auf dem Arm. Meine ich da erkennen zu können, auf dem richtigen Jersey. Das Auswärts ist dann entsprechend auch in weiß gehalten. So, gibt da nur Heim und Gast. Weiter geht's beim EV Zug. Und alle Schweizer, die dürfen mir gerne in die Kommentare schreiben, was es mit den Jerseys auf sich hat. Da bin ich tatsächlich nicht so bewandert in der Schweiz, aber mir gefallen die Trikots gut und ich weiß, ich habe viele Schweizer Zuschauer, dementsprechend da auch ja die Schweizer Jerseys. Der EV Zug, auch hier arbeitet man mit Strichen im Hintergrund, auch hier bringt man ein bisschen Muster mit ins Trikot rein, finde ich sehr, sehr geil. In der Mitte das Logo EV Zug, dann natürlich den Farben nach meistens blau, ein bisschen weiß und ein bisschen gelb, wie man ja auch im Logo ersehen kann. Und dann haben wir das Auswärtsjersey entsprechend quasi reverse. Ja, weiter geht's bei Genf Servette, die ja bekanntermaßen eben meistens so rote Trikots wählen. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die Nationalmannschaft Lettlands. Da ist der Farbton schon zumindest hier im Spiel sehr, sehr gleich. Auch da ist relativ wenig drauf aufgrund der fehlenden Werbung. Und beim Gästetrikot, da baut man eben auf das andere Logo. Auch da hat man ein Muster hinten drauf, was das Trikot, finde ich, ja, dann doch ein bisschen besser gestaltet. Schöne Farbgebung, gefällt mir sehr gut. Dann haben wir den Orsay Ajoie, gegen die der ERC Freiburger auch schon gespielt hat. Und da bin ich mir nicht sicher, da bitte die Profis, ist das Rosa da tatsächlich oben dran? Das wäre mega strange. Warum, weiß ich nicht. Aber es wäre halt ein krasser konträrer Punkt zu dem normalen Logo vom AC Ajoie Hockey Club, die ja eigentlich gelb, schwarz, weiß gehalten sind. Hier auch überwiegend die Farben, aber dann eben am Kragen der rosane Aspekt. Auswärts haben wir das gleiche gedreht, trotzdem auch wieder mit dem rosanen Aspekt. Finde ich ein bisschen, weiß ich nicht, kann ich gar nicht sagen. Ajoie, ich muss das ganz kurz mal gucken, ob das tatsächlich so ist. Es ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so. Also, das ist kein Fehler von EA. Gibt ja manchmal, wie gesagt, die Farben, die einfach nicht passen, aber das ist tatsächlich so drauf.
Eine Kaffeewerbung ziert unten beim Gelben eigentlich, aber der Kragen ist rot. Einige von euch wissen vielleicht, warum das der Fall ist. Gerne, gerne schreiben, was es damit auf sich hat. Ja, AC Ambre Priota haben wir wie immer auch relativ treu geblieben ihrer Linie. Natürlich den Logofarben entsprechend auch das Trikot. Auswärts ist es dann einfach auch wieder gedreht. Und da auch nichts Besonderes. Ich finde halt, durch die fehlende Werbung, da geht schon viel Flair verloren. Hat ein bisschen NHL-Flair, aber ist halt für die Schweizer Spielerinnen und Spieler schon, glaube ich, sehr, sehr schade. Oder schreibt es mal in die Kommentare. Wie findet ihr das, dass da die Werbung fehlt? Dann geht's weiter mit dem HC Davos. Und da findet ja auch bald wieder der Spengler Cup statt. Schöne Trikots, auch da mit dem Strich, mit der Abwandlung. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch da sehr schlicht gehalten. Und dann haben wir da noch, am Ärmel den tierischen Part beim HC Davos. Auch sehr geil, dass man das mit eingearbeitet hat. Und auch beim anderen Trikot ist es dann entsprechend so mit der Farbe. Gefällt mir sehr gut. Finde ich auch geil mit dem schrägen Strich. Gibt nochmal ein bisschen Stilmittel und finde ich nice. Ja, Fribourg-Gotteron in ihren Farben ebenfalls. Und das ist halt geil mit den verzogenen. Das finde ich macht es schon richtig nice. Also das gefällt mir sehr geil und man kann es erkennen im zweiten Blick. Es ist der Drachenkopf, den man da so quasi verschwommen gemacht hat. Also Hammer, finde ich sehr, sehr geil. Und im Gäste-Jersey hat man es ähnlich gemacht. Allerdings da durch den weißen Part ist es sehr, sehr schwer zu erkennen. Zumindest aus dieser Sicht. Aber nun, ja, sehr geil gemacht. Weiter geht's mit dem HC Lugano. Auch die bleiben ihrer Linie treu. Ein Akzent in Gelb, ansonsten Schwarz-Weiß und auch hier durch die fehlende Werbung unten zumindest ein bisschen, aber da auch nichts zu machen. Und auswärts ist es einfach weiß, also relativ schlicht hier im Spiel gehalten. Lausanne HC, da haben wir auch die. Es sind relativ minimale Änderungen, ein bisschen am Design gearbeitet. Ansonsten bleibt man auch hier seiner Linie treu. Die Nummer 11 hat man mitten auf der Brust und dann der Löwenkopf von Lausanne und dann das Gästetrikot entsprechend in Weiß. Da hat man ein anderes Logo benutzt, finde ich sehr, sehr nice. Und ja, so sieht das aus. Als letztes kommen die Rapper, nee, halt, wir haben noch Bayern und die Tigers. Es kommen noch ein paar. Eieiei. Oh, Lakers, sieht nice aus. Das gefällt mir richtig gut mit den Blumen, mit den Rosen. Das finde ich richtig cool gemacht. Auch mal was Neues, tatsächlich mal die Striche vertikal. Nicht alles horizontal, sondern vertikal gearbeitet. Quasi so ein Dreiteiler von links nach rechts. Finde ich nice. Sieht sehr, sehr geil aus. Und bei den Gästen-Jerseys ist dann auch die Farbgebung entsprechend gedreht. Aber muss ich sagen, bislang für mich das schönste Trikot, zumindest hier im Spiel, aus der Schweiz. Dann geht es weiter beim SC Bern. Die bleiben auch ihren Farben treu, rot und gelb. Auch da natürlich ziert das Logo des SC Bern entsprechend das Trikot und das Gästetrikot dann entsprechend auch in Gelb. So, dann haben wir die SCL Tigers, die auch mit den Punkten arbeiten. Und ja, auch das sieht sehr, sehr schön aus. Wie gesagt, ich mag das, wenn da im Hintergrund noch so Schattierungen, Schraffierungen und was auch immer noch mit drin sind. Das Auswärtstrikot ist dann eben in Gelb gehalten mit dem Schriftzug SCL. Und ja, das ist das Trikot der Tigers. Und zum Abschluss, genau, die Mannschaft der ZSC Lions. Und das sieht auch richtig, richtig schön aus im Hintergrund. Das sollen, glaube ich, die Löwenhaare sein. Auf jeden Fall sieht es cool gemacht aus mit dem Löwenlogo, mit dem Logo des ZSC mitten auf der Brust. Gästetechnisch dann entsprechend in Weiß gehalten. Und ja, so sieht das aus. Das waren die Trikots. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, welches ist für euch das schönste Trikot der Schweizer Liga. Welches ist für euch das schönste Trikot der DEL? Ich bin sehr, sehr gespannt. Sag danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Abend. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, ciao. Euer Bloody LP.